Hallo Leute und herzlich willkommen bei Bartime Insane. Hier ist wieder euer Dark Gizmo. Ihr seht, God of War ist wieder dran. Wir sind genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und, wir sind bereit. Denkt immer an den Bifrost. Den dürft ihr nicht verlieren. Genau, wir sind bereit. Jetzt richtet sich die Weltenreisebrücke aus und die Zwischenwelt wird sich öffnen. Siehst du den riesigen Kristall? Jede Welt hat einen entsprechenden. Er konzentriert und verstärkt die Macht des Bifrosts und öffnet die Brücke zu jener Welt. Deshalb ist die Reise zu den Welten nur von dieser Kammer aus möglich. Was ist mit dem fehlenden Weltenturm auf dem See? Der Jötunheim-Turm verschwand vor über 100 Wintern aus allen Welten, als die Riesen aus Midgard verschwanden. Wo der Turm jetzt ist und wie sie ihn bewegt haben, ist immer noch ein Rätsel. Gut. Klappt nicht. Wir sind noch hier. Folgt mir. Der Bifrost ist dunkel. Diese Reise war seine letzte. Ihr könnt erst wieder zurück, wenn er mit dem Licht von Alfheim erneuert wird. Also setzen wir fest. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte problemlos zurück nach Midgard kommen. Können wir dann den schwarzen Atem vertreiben? Mit dem eingefangenen Licht von Alfheim, ja. Hallo Zwerg. Wow. Willkommen in Alfheim, meine Herren. Meint ihr, ihr findet das Licht? Ich erkenne es kaum. Etwas stimmt nicht. Seht ihr die Lichtsäule am Horizont? Sie kommt aus der Mitte des Ringtempels. Dort ist, was wir brauchen. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt, noch was nicht! Ist los? Um die Bifrost-Magie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Wandel klappt. Sie ist nicht tot, oder? Unwahrscheinlich. Komm. Sie darf nicht tot sein. Sieh dich doch mal um. Junge, ich mag sie mehr als dich, also. Ja, fass nichts an. Was ist das? Alles kaputt machen. Hat mein früheres Leben mir gelehrt. Alles kaputt machen. Leuchtet was im Innern des Knotens? Ich glaube, du hast's erledigt. Ja, hab ich. Sieh mal da oben! Nicht unser Problem, Junge. Konzentrier dich. Ist er gerade runtergesprungen? Ja, nicht unser Problem. Irgendwann wird es unser Problem. Das sehe ich jetzt schon. Nicht unser Problem. Hängt hier so rum? Sie ermorden immer mehr Lichtalben. Es ist Krieg. Oder das Ende davon. Die mit den Roben haben verloren. Ach, du gehst mir im Arsch. Ja!
guter Schuss. Warum greifen die uns an? Wir haben nichts getan. Es werden mehr kommen. Wo kommt dieses Zeug überhaupt her? Ja! Oh, Mana. Hast du was gesagt? Nein. Oh, na gut. Ja, ich habe gesagt, oh Mana. Aber ich hätte nicht mit dir gerettet. Wenigstens kommen wir dem Licht näher. Mal schauen, ob wir irgendwo Truhen sind. Siehst du? Die ist, glaube ich, verschlossen. Noch ein Schiff, Wiltan. Ich setze sie mal zusammen. Danke. Ach, das sieht alles traumhaft aus. Blume hat sich gerade aufgelöst. Nee, das sind Lebewesen. Meist ist es leer. Ist das Sindri? Okay. Die verbinden sich wieder. Wo sind die Zwerge überall rum, Amalnerst? Warum bist du vor uns, ihr Zwerg? Uns wurde gesagt, unser Pfad sei der einzige zwischen den Welten. Es mag der einzige für euch sein, aber Zwerge stecken voller Überraschung. Das ist keine Antwort. Ah, genießt die Verwunderung. Es gibt wenig Wundersames, wenn man so viel geheimes Wissen besitzt wie ich. Wo man in den Welten exotische Dinge findet, wie man daraus Werke schafft, die die Vorstellungskraft sprengen. Dem Neuling erscheint das alles wie Magie, aber... Oh, na gut, es ist Magie. Jetzt zufrieden. Gehen wir an die Arbeit. Ja, machen wir. Um einige verlorene Gegenstände sind Gegenstände, die sie auf der Schlacht hinterlassen haben. Drücken Sie, um das verlorene Gegenstandmenü aufzuwählen. Gut. Machen wir. Nicht genug Ressourcen. Gut, ich muss mal auch für den kleinen Fratz mal was kaufen. Und für den jungen Herrn? Was könnte ich? Was brauchst du noch? Verkürzt die Waffe nach Ladezeiten des Clownbogens. Das ist meins, nicht schon wieder meins. Was kann ich für dich tun? Erhöht den Pfeilschaden und erschaltet neue Clownbogenfähigkeiten zum Kauf mir frei. Was darf denn sein? Nein, ich darf nicht alles für mich benutzen. Nicht genug Ressourcen. Gut, dann fällt das auch weg, dann nehmen wir aber, was haben wir eigentlich hier nochmal? Und für dich? Ich habe es versucht, keine nicht genug, aber... Ja, wir machen jetzt das hier. Genau das nehmen wir jetzt. So, Kleiner, jetzt hast du auch was Neues. Das freut dich doch, oder? Was verkaufen wir, genau was? Ja, das verkaufen wir. Hast du die überhaupt getragen? Ich
vergiss nicht zu Damit bist du gut gerüstet. Wir verkaufen alles. Nee. Ich verkaufe ihn nicht. Könnten wir was kaufen? Hier. Na klar, ich kaufe mir den Waffen, was ich gerade verkauft habe. Wow. Ein Magelstein, der gratis mit einer kleinen Menge an Gesundheit wiederbelebt. Drücken Sie, wenn gratis stirbt. Okay, damit könnte ich eigentlich fast unsterblich sein. Könnte ich mir sogar leisten. Mal schauen, was mein Hammer. Mein Hammer. Okay. Eigentlich gefällt mir das hier. Runen 6, Glück 6. 6, 6, 6. 6 ist immer gut. Ich nehme das hier. Nee, bringt mal gar nichts mehr. Gut, dann lassen wir mal. Jo, danke. Ach, okay. Das ist ja der Dame. Mal so schwer. Gehen wir schon wieder schwimmen? Boot fahren? Nicht schwimmen. Gehen wir Bötle fahren. Was sagst du? Ich habe nichts gesagt. Wirklich? Na gut. Hat deine Mutter von dieser Welt erzählt? Nicht viel. Nur, dass die Alben immer um das Licht kämpften. Und deshalb isoliert blieben. Warum kann ich eigentlich hier nicht andocken? Ich meine, egal, aber... Episch. Ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums bewirkt dauerhafte Vorteile. Abklingzeichen dauerhaft um 2 erhöht. Na, das sag ich mal danke. Nochmal, ich habe nichts gesagt. Ich könnte schwören, du hast was gesagt. Was ist denn, Junge? Stimmen! Hörst du das nicht? Ich höre nichts. Jetzt hört es auf. Da war Geschrei. Viele Stimmen, zornig. Du hast das nicht gehört? Nein. Es war... böse. So, ich schaue nochmal, wo es hier lang geht. Wahrscheinlich stecke ich eh gleich wieder.
Hier ist alles so neblig. Ah, hier war ich schon. Okay. Okay, kann auch nur in die Höhle fahren. Schippern. Wir schippern in die Höhle. Und bitte wieder raus. Sieh mal, sollten wir mit ihnen reden? Nein. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Sie halten uns nicht auf, also gehen sie uns nichts an. Aber sie gehen uns nichts an. Sie sind uns wurscht. Wieder auf, ey. Was ich kann darauf. Kann ich irgendwie raussteigen hier? Nee. Sieh dir das an. Das muss der Ringtempel sein. Was wird gefragt? Ohne mich oder in mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Aber ich sehe hier nirgendwo Runen. Wir müssen die Antwort finden. Zurück zum Boot. Geh mal weiter rudern. Komm, Kleiner. Zwischen den Alben. Alfheim ist so schön, aber Krieg macht es hässlich. Du siehst mit den Augen eines. Die blaue Tür, das muss der Eingang sein. Gehen wir. Vorsicht, Junge. Was machen die denn? Die Brücke ist. Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Warum? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden. Gut, dann mal los. Au. Ich habe noch einen Sohn, der ganz gut schießen kann, du kleines Arschgesicht. Also nicht mein Sohn, sondern der. Danke. Warum mögen die uns nicht? Wir gehören hier nicht hin.
Okay. Das ist die Frage. Oh, da kann ich auch noch was machen. Moment, so miteinander kombiniert, sehen sie aus wie eine Rune. Aber das ergibt keinen Sinn. Komm, zurück zur Sandschale. Los, komm schon. Wie meinst du das mit den Augen eines Kindes? Im Krieg sieht ein Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Der Rest von ihm ist verloren und kehrt manchmal nie zurück. Genug Geschichten nur auf dem Boden. Vater, die Säulen und der Ring formen eine Alpenrune. Zeichne sie. Junge! Es waren wieder die Stimmen. Aber okay. Andere Stimmen. Weniger wütend. Sie baten um Hilfe. Wir sind wegen des Lichts hier. Es ist mir egal, wer sie sind oder was sie wollen. Dir ist immer alles egal. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Lüge! Was passiert? Sieh mal, was wir gefunden haben. Vater? Ja. Die Stimmen, die ich gehört habe, sie waren schwer zu verstehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mutter war. Das ist nicht möglich. Ich habe sie gehört. Atreus, das reicht jetzt. Er sieht anders aus. Sieh dir diese Hörner an. Hinter mich, Junge. Das kann nicht gut sein. Hey. Gut gekämpft, Junge. Gut gekämpft. Darum beenden wir jetzt dieses Let's Play. Wir müssen dann entweder da rein oder da rein oder darauf. Es gibt ja genug Möglichkeiten, wie wir gehen können. Das heißt, ihr müsst nächste Folge wieder einschalten. Ich danke, dass ihr da wart, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo. Kommentare sehr gern gesehen, natürlich. Sagt uns eure Meinung. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Dark Gizmo.